Ask Us Anything, eure Fragen, unsere Antworten, unsere kleine Rubrik, wo ja eure Themenvorschläge, eure Anliegen in Bezug auf Magic the Gathering uns, dem Podcast oder wie auch immer, ja, angetragen werden. Und ich fange direkt mal an mit Kator. Der hat geschrieben, wo liegen bei euch die Grenzen für Altars, Altar Proxies in Commander? Die meisten freuen sich bestimmt ein Borderless Altar auf der anderen Seite zu sehen. Es gibt aber auch Fälle, wo Spieler sich ein ganzes EDH-Deck mit Alter-Proxies, mit Artworks zusammenstellen, zum Beispiel Harry Potter-themed. Und es gibt kein Artwork, das ihr wiedererkennt. Für Turniere gibt es ja Regeln, aber wie würdet ihr das im Casual die Grenzen ziehen? Ja, wie siehst du das? Hast du, also hast du schon mal sowas erlebt, dass du halt eine Karte überhaupt nicht mehr wiedererkannt hast und dass das auch selbst im Casual zu Problemen geführt hat? Ja und nein. Bei Proxies ist natürlich über die Frage Proxies versus Fakes. Das ist natürlich immer ein Punkt. Aber wenn wir jetzt nur von erstmal von ausgedruckten oder selbst gemalten Karten geht, die keine Magic-Karte zugrunde haben, bin ich kein Fan davon, wenn man sie nicht erkennt. Weil gerade auch im Casual, wo man halt alles Mögliche spielt, das ist kein Standard, wo die Leute einfach Standard spielen. Vor allem dann noch Commander Casual oder so. Die Leute können nicht alles kennen. Und wenn ich quer über den Tisch gucke und die Karte nicht erkenne oder sie in, wie gesagt, japanisch geschrieben ist mit einem alternativen Artwork von Wizards gedruckt und ich die Karte immer noch nicht erkenne, dann ist das gleich schlimm für mich. Dann weiß ich nicht, was da kommt. Dann kann mein Gegner natürlich sagen, hier, die Karte macht das und das und das. Dann kommt natürlich früher oder später die Frage, ja, warum nutzt du denn nicht die richtige Karte? Ja, weil ich die nicht habe, weil die mir zu teuer ist. Grundsätzlich bin ich immer der Meinung, man sollte niemanden ausschließen, nur weil er sich der Sache nicht leisten kann. Auf keinen Fall. Das ist ein Spiel für uns alle. Aber dann druckt wenigstens die normale Version. Oder seid so kreativ, dass man die Karte irgendwie doch noch erkennt. Also das, wenn man man kann sich keinen Jeweled Lotus leisten und man malt den so nach, macht den aber in einem Comic-Stil oder in einem 3D-Stil oder irgendwie in der Richtung. Das ist dann wieder cool. Aber wenn ich die Karte nichts mit der Originalkarte zu tun hat und da, keine Ahnung, ein Jeweled Lotus ausgedruckt ist, wo ein Yoda drauf ist, der dann auf eine Plains geklebt wird. Und dann am besten noch Full Art, wo dann kein Text dabei ist, sondern nur der Name oben. Nee, das würde ich nicht zulassen. Da finde ich nicht in Ordnung. Also prinzipiell habe ich halt auch, wie du schon sagst, gar keine Probleme mit Proxies, auch mit vorausgedruckten Karten, Testkarten, wie auch immer man sie nennen möchte. Finde auch komplett ausgedruckte Decks im Casual-Bereich vollkommen okay, ähnlich wie bei dir. Ich glaube, das Einzige, wo ich die Grenze ziehen würde, wäre, wenn das Artwork eine andere Karte repräsentiert, die leicht zu übersehen ist. Zum Beispiel, sagen wir mal, du hast einen Jeweled Lotus, aber du hast dir auf irgendeiner Altar-Seite ein Artwork ausgesucht, was sehr nach Black Lotus oder Soul Ring oder sonst irgendwas aussieht, dass wirklich eine Verwechslungsgefahr besteht. Das ist bei den wenigsten Karten so. Und ich habe auch jetzt schon Full-on-Proxies gesehen, die halt ähnlich wie Secret-Lair-Karten oder die meisten Secret-Lair-Karten auch gar nicht mehr so diesen klaren Rahmen haben von normalen Magic-Karten. Und selbst da war es klar, weil du ja trotzdem ansagst, was du spielst, gerade wenn es halt relevant ist. Von daher, ich glaube, meine Grenze ist da sehr weit unten. Also ich bin da sehr offen, was halt andere Sachen angeht. Nur wenn es um Casual geht. Wenn es um Casual geht, klar. Wir reden nicht, wenn ihr auf Turniere spielt, auch FNM, da müssen alle Karten original sein. Aber da stellt sich auch die Frage nach den Secret Lairs und nach anderen japanischen Artworks etc. etc. Oder wirklich alte Arts, weil das geht ja auch. Ja. Dementsprechend würde ich mal ganz kurz fragen, wenn ihr Interesse daran habt, dass wir das Thema mal aufgreifen, weil das ist ein sehr interessantes Thema. Können wir uns auf jeden Fall mal auf die Suche geben. Wir haben ja ziemlich viele Künstler auch in der Community und da auch Connections zu. Wenn euch das Thema interessiert, schreibt das mal bitte in die Kommentare, schreibt uns das irgendwo, keine Ahnung, wenn es auf Twitter einen Daumen nach oben bei uns auf die Pinwand, keine Ahnung, was ist. Hauptsache, so als Interesse halber, wenn euch das interessiert, können wir da gerne mal eine Folge zu machen. Ja. Weil ich finde das Thema super, super spannend aus verschiedenen Aspekten. Und vielleicht können wir daraus mal eine Folge machen. Auf jeden Fall. Also mich wird das Thema auf jeden Fall auch interessieren. Die nächste Frage haben wir von DK31. Er fragt, sind Magic-Karten in Arena oder online gleichstellend mit NFTs zu vergleichen? Also NFTs, Non-Futurable Fungible Tokens.
Ja, also wie würdest du das beschreiben? Also hast du eine Antwort darauf gerade so oder? Also die Antwort ist eigentlich nein. Ja. Weil das Problem ist, du kaufst dir eine Zertifizierung. Ja. Und dafür, dass du das Artwork besitzt, und zwar das Artwork. Und keine Kopie von dem Artwork, sondern du kaufst dir dann die Nummer 312 oder so. Oder wenn es das Artwork nur einmal gibt, den NFT-Token, dann kaufst du dir den dieses eine Mal, einmal diesen Token. Auf Arena hast du keine Nummerierung. Jeder kann diese Karte kaufen und es gibt dazu auch theoretisch kein Limit. Dementsprechend, ja, es sind in dem Hinsicht NFTs, dass du sie theoretisch nicht wieder verkaufen kannst. Aber theoretisch kannst du NFTs auch verkaufen. Da gibt es aktuell mittlerweile schon Börsen für, wo die NFTs dann sekundärer Markt sozusagen weiterverkauft werden. Das kannst du mit Arena nicht. Also ich würde es damit nicht vergleichen. Es ist zwar ein Digital Artwork, ein Digital Card, aber ich denke, das geht in eine ganz andere Richtung. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, dass man könnte es, wenn, also man könnte diesen NFT-Vergleich, glaube ich, da anbringen bei Magic Online, weil du da ja tatsächlich die Option hast, einzelne Karten zu vertauschen über den Trade-Reiter. Also für alle, die Magic Online noch nie gesehen haben, man hat quasi oben verschiedene Optionspunkte und da gibt es dann irgendwie das Constructed, wo du Formate auswählst, Collection, wo du dann deine Sammlung ansehen kannst und da gibt es eben auch ein Trade-Geschichten, wo du halt hauptsächlich mit Bots tradest, die dann irgendwie auf Card-Hoarder oder Leute, die einfach große Online-Sammlungen haben, eben da kaufen, verkaufen, vertauschen und so weiter können, wie so ein virtueller Local Game Store fast schon. Und dort gibt es halt schon so die Sache, dass so ein Punkt wie Kartenmangel und dass man einen Mangel von einer gewissen Karte auch am Preis feststellt, was ja auch so ein bisschen diese Einzigartigkeit, die man auch bei NFTs zum Beispiel sieht, da gibt es ja dann immer nur eine begrenzte Anzahl von einem gewissen NFT. Dass man das schon eher merkt. Also ein Raghavan ist da zum Beispiel rares Gut und der ist ungefähr auf einer Stelle wie in Paper halt vom Preis her, wenn nicht sogar auch teilweise höher gewesen. Bei Magic Arena ist es halt so, jede Rare Wildcard kann theoretisch jede andere Rare Wildcard sein. Und dadurch, dass du nicht tauschen kannst, dass du diese Karte wirst du nie verlieren und du hast dementsprechend auch nicht die Freiheit, wie an Eigentum das weiterzugeben, zu verkaufen, etc., etc. Deswegen, ja, ist das nicht so der NFT-Vergleich so vollkommen richtig. Und dazu kommt noch, dass NFTs, das ist super kompliziert. Und ich habe mich da tatsächlich gestern noch mit einem Kollegen drüber unterhalten, länger. Und NFTs sind dann immer gekoppelt an ein System, in dem sie eingeflossen sind. Also, das ist eine komplizierte Mechanik. Man könnte es, glaube ich, am ehesten wirklich mit dem Magic Online-Vergleich machen. Aber Ja. am Auch besten. das passt nicht Auch hundertprozentig, das passt nicht aber hundertprozentig. ihr wisst, was wir meinen und Genau. dementsprechend würde ich Ja. sagen, können wir was anderes suchen. Genau, eine letzte Frage noch von EasyReader24. Er schreibt, man liebt es, wenn man liebt sie, man hasst sie. Nichts bewegt Magic the Gathering so sehr wie die Reserved List. Wenn ihr beide eine Karte auf die Liste setzen müsstet, welche noch nicht dort ist, welche wäre das und wieso? Also hier diesmal tatsächlich die Frage nicht Karten loswerden, sondern Reserved List-Karten hinzufügen. Fällt dir da gerade spontan eine Karte ein, die du da draufsetzen wollen würdest? Boah, also aus persönlicher Sicht, einfach nur, weil ja, ist natürlich sowas wie Vitalias. Ich habe keine Lust, noch mehr Versionen von Talias zu bekommen. Ich habe genug. Und ich habe mittlerweile, ich habe keine Ahnung, ich glaube 26 Talias oder so. Ich habe genug. Ich brauche die nicht gereprintet. Aber wenn es jetzt nur darum geht, eine Karte auf die Reserved List zu setzen, um zu sagen, hey, die hat einen besonderen Stellenwert und die sollte da eigentlich drauf sein, würde ich tatsächlich eine alte Karte nehmen, und zwar Eater of the Dead. Eater of the Dead ist ein 5-Mana-3-4-Kreatur, die sagt, wenn, du kannst sie enttappen, indem du eine Kreatur aus einem Friedhof entfernst. Und sie hat so eine unique Fähigkeit. Sie ist alt, sie ist aus Legends. Und so ein wunderschönes Artwork, dass ich sage, das ist so eine Karte, die sehe ich auf der Reserved List. Sie wurde eh nie wieder in der Art gedruckt, sie wurde nie gereprintet und es ist ein Effekt, den braucht niemand. Deswegen kann die da ruhig drauf und ich habe ein paar Kopien davon, deswegen kann der Preis dann noch steigen. Aber das ist was anderes. Ja, ich tue mir das schwer, eine Karte zu nennen. Nicht nur, weil ich nicht so versiert bin in dem Oldschool-MTG, also was frühe Karten von Magic the Gathering angeht und was für krasse Designs da irgendwie gibt. Zum anderen sehe ich halt die Reserved List nicht als wie
Denkmalschutz oder sowas, von wegen die Karten von einem gewissen Prestige, also in meinem Fall vielleicht Feather oder so, hat's Wert, dass es nie wieder reprintet wird. Weil ich eher der, also wenn ich Fan von der Karte wäre, würde ich ja eher wollen, dass sie mehr gereprintet wird, damit mehr Leute Spaß dran haben. Deswegen Du musst aber eine Sache bedenken. Die Reserve Guild sagt auch, dass das Power-Level dieser Karte nicht überstiegen werden darf. Oh, ja, das also ist ein theoretisch. Du darfst keine gleichwertige oder bessere Karte drucken. Theoretisch. Wir wissen alle, dass so bestimmte Kreaturen da drauf ziemlich am Mumpitz sind und wir viel coolere Kreaturen haben. Aber sie müssen unique sein. Und sie dürfen dann das Power-Level nicht überschreiten. Wodurch man zum Beispiel auch sagen könnte, man packt ein Oko da drauf. Ja. Damit nie wieder irgendwas annähernd vom Power-Level höher als Oko gedruckt wird. Das ist ein sehr guter Punkt. Im Sinne von Planeswalker, die irgendwie Elche produzieren und Food-Token oder so. Ja, das stimmt. Also so gesehen würde ich, glaube ich, tatsächlich Uro und oder Oko draufpacken. Einfach nur, um halt sicherzugehen, dass die nie wieder drauf irgendwie dann geholt werden. Wobei sie natürlich auch in, also sie haben ja auch immer noch Spielweisen in Commander zum Beispiel, wo sie halt nicht so broken sind, weil wenn du zu stark wirst bei Commander, bist du halt einfach Arch-Enemy und meistens tot. Und also von daher könnte ich da doch noch eine Spielbarkeit sehen. Aber ich glaube, Oko ist sehr safe zu sagen, dass die Magic-Welt wäre besser, wenn die nie gedruckt wäre. Und dementsprechend würde ich die tatsächlich mit der Begründung, die du gesagt hast, da drauf packen. Aber ja, das wäre es soweit von den Fragen für diese Folge. Wenn eure Frage in ein ähnliches Kaliber schlägt oder vielleicht auch was völlig anderes ist, dann kommt gerne in den Discord von gamery/Radio Ravnica und stellt eure Frage im Thread zu Ask Us Anything. Und vielleicht ist dann schon eure Frage nächste Woche im Podcast beantwortet. Und dann, wie gesagt, nochmal der Shoutout, wenn ihr es auf YouTube schaut, dann doch gerne folgen, abonnieren, liken, alles was geht. Auch gerne bei MTG Blackset vorbeischauen. Dasselbe dann bei Twitter, Instagram. Alles, was wir da so haben, haben wir euch verlinkt in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes. Zu guter Letzt noch das Dankeschön an unsere Patreon-Gold-Unterstützer mit dem Namen General Götterspeise, Buster Madison und EasyReader24, der jetzt auch gerade die letzte Frage noch gestellt hat, der gute Tobias, wie er sich vorgestellt hat im Discord. Deswegen werde ich ihn jetzt auch mal so nennen. Tobias, Dankeschön auch an dich. Wie gesagt, wenn Patreon für euch interessant klingt, dass ihr das da machen wollt, dann schaut gerne vorbei, patreon.com/gamery. Und natürlich ein besonderer Dank auch wieder an dich, dass du diese Woche wieder dabei warst bei Radio Ravnica. Sehr gerne. Und dann hören wir bzw. sehen wir uns nächste Woche wieder. Hört rein, bis dann. Ciao. Ciao, ciao.